auf der Demonstration in Kiew, in Kreuzberg, für unser Recht auf das Wohnen. Wir wollen hier wohnen bleiben. Wir sind dagegen, dass Wohnraum ein Spekulationsobjekt ist. Wir sind dagegen, dass Wohnraum in Privathand ist. Die Wohnungen müssen denen gehören und die Häuser, die drin wohnen. Wir wollen bezahlbare Mieten. Wohnen ist ein Grundrecht. Darum sagen wir, Löhne rauf, Mieten runter. Löhne rauf, Mieten runter. Wir spüren die grausame Politik der Bundesregierung, die uns aus unseren Wohnungen verdrängt. Wir spüren die grausame Politik, die auch von dem SPD und dem linken Senat durchgezogen wurden, indem sie öffentliches Wohneigentum verkauft haben, an den Spekulanten Hand gegeben haben, die uns jetzt aus unseren Wohnräumen vertreiben. Das sind dieselben, die zu verantworten haben, dass wir hier gegenüber ein Flüchtlingscamp haben, die nicht mehr in der Lage sind, die Leute in ihren Ländern zu leben. Die expansive Politik der deutschen Bundesregierung, die den Krieg über die Welt treibt, die im Libyen-Krieg aktiv war, die in Afghanistan ist und die gegen den Iran Sanktionen verhängt, die jetzt in Syrien die schmutzige Finger macht. Die sind dafür verantwortlich, dass Leute hier auf dem Oranienplatz unter menschenunwürdigen Bedingungen in Camps leben müssen, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Diese Leute sind normalerweise in Flüchtlingscamps eingepfercht. Sie dürfen diese Camps theoretisch nicht verlassen. Sie haben eine Residenzpflicht, aber ein Arbeitsverbot. Sie dürfen nicht arbeiten. Sie haben kein Recht auf Asyl. Das wurde abgeschafft hier in der Bundesrepublik Deutschland. Darum sagen wir, solidarisieren wir uns mit dem Kampf der Flüchtlinge. Der Kampf der Flüchtlinge, die hier am Oranienplatz sind, ist auch unser Kampf. Helden, die internationale Solidarität. Internationale Solidarität! Oh, die internationale Solidarität! Konsequenz! Nieder mit dem kapitalistischen Ausbeutersystem für eine gerechte Weltordnung! Wohnung und Lebensraum und würdiges Leben für alle Menschen! Damit verabschieden wir uns auch von den Leuten vom Oranienplatz und wünschen euch Erfolg im Kampf!